So, und ich würde sagen, wir überspringen das hier, weil das ist zu kompliziert, Angel. Sie können Ihr Konto jederzeit erstellen und verquälen. Schön. Spiel beenden. Ich mache die Webcam gleich sofort wieder an. Ich muss nur einmal Sound, Anzeige. Audio und Sprache. Untertitel mache ich mal ein in Farbe, ein ohne Farbe, ein in Farbe. Ihr müsstet mir jetzt nur einmal sagen, ob das so von der Lautstärke in Ordnung ist. So. Gleich. Hallöchen, dat Jojo. Hi! Willkommen zurück! Es geht gleich sofort weiter. Gameplay? Kriegen wir hin, ne? Ja. Tastatur und Maus, so spielen wir. So, machen wir spielen, Anzeige, Grafik. Habe ich jetzt alles? Ich habe den Sound umgestellt. Mehr wollte ich gar nicht machen. Und dann fangen wir einfach ein neues Spiel an. Und wir machen das natürlich als Tomb Raider. Abenteurer, Kämpfe sind leichter, ausbalancierter, herausfordernde Kämpfe. Nein, wir spielen als Tomb Raider. Wir sind ein Tomb Raider, wir spielen als Tomb Was lässt jemanden die Grenzen der menschlichen Erfahrung überschreiten? Sich dem Unbekannten stellen. Als Kinder stellen wir die Welt um uns in Frage. Wir lernen, wir akzeptieren. Und dabei verlieren wir die Fähigkeit zu staunen. Aber einige nicht. Die Forscher, die Wahrheitssuchenden. Es sind diese Pioniere, welche die Zukunft der Menschheit formen. Die anderen, sie hören auf. Kein Geld der Welt wird sie durch diese Berge kriegen. Die verlorene Stadt ist irgendwo da oben. Wird eine höllische Kletterpartie. Ich werde nicht umkehren. Ich weiß. Du solltest hier bleiben, bei ihnen. Keine Chance. Du bist fast da. Warte, bis du das siehst, Lara. Nimm meine Hand. Danke. Sieh dir das an. Fantastisch. Aber der Schnee, der von den Spitzen kommt, sieht nicht gut aus. Der Weg führt den Berg rauf. Vom Gipfel aus werden wir einen guten Blick auf das Tal haben. Okay, lass uns vorsichtig sein. Das funktioniert leider so nicht. So. Ups, falsch. Hier. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Jo. Und wartet mal. Hallo an alle, die neu dazugestoßen sind. So. Wir machen das hier mal runter. Hallo Isa. Hallo. Wisst ihr, was ich cool Dieser ganz. Der Wind ist Wahnsinn. Wir müssen einfach weiter. Oh, da ist mir gerade so schlecht. Also, wisst ihr, was mega cool ist? Nora Tschina ist nicht mehr die Synchronsprecherin von Lara Croft und stattdessen dafür ist die Synchronsprecherin, die deutsche Synchronsprecherin für Jennifer Lawrence, was ich extrem geil finde. Und Jason ist scheiße, dass Black Desert nicht geht bei dir, so. Das ist echt doof. Hey, selbst wenn wir hier nichts finden. Denn Dad wäre stolz auf dich. Ich weiß, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mir wird gerade tatsächlich nur vom Angucken mega kalt. Wow, scheiße. Alles okay? Hab den Halt verloren. Geht schon. Geht schon, bin nur den Berg runtergerutscht. Ist alles okay. Sie ist ein Teddy. Ja. Nein, Lara! Oh, oh.
Bist du in Ordnung? Junior! Ich bin hier! Ich klettere runter und hol dich! Nein! Das ist zu gefährlich! Ich klettere wieder rauf! Bist du sicher? Klar! Ich bin einfach da! Jupp! Jetzt wollte ich da rumrühren, alleine wegen der Höhle. Kletterbare Wände. Ah ja, das kennt man ja schon aus dem Spiel. Und dann halt die Kälte. Ja, es ist ich habe wirklich das Gefühl, mir kommt gerade so ein Wind entgegen. Das ist echt eisig. Und jetzt? Achso. Nein, das funktioniert so nicht. Ach, okay, ich verstehe schon. Ah. Ich muss rüberspringen. Ja, okay. Jetzt nimm meine Hand. Hab dich. Shit, Lara. Du verpasst mir noch einen Herzinfarkt. Ich spiele für dich. Bist du okay? Ja. Los, komm. Warum spiele ich für dich? Oh, wir haben EP dazu bekommen. Da müssen wir wohl durch. Sieht einfach nur Craigasm aus. Das sieht richtig geil aus. Läuft es bei euch komplett flüssig, weil bei mir läuft es wirklich sehr gut und ich bin echt erstaunt, weil es schon grafisch nicht schlecht ist. Nicht schlecht. Hier können wir bleiben, falls das Wetter umschlägt. Glaubst du echt, wir finden die verlorene Stadt? Ich weiß, wie die Chancen stehen. Aber laut dem alten Fährtenleser gibt es Ruinen in diesen Bergen. Wenn ich eine verlorene Stadt verstecken wollte, würde ich mir auch so einen gottverlassenen Ort aussuchen. Hoffentlich ist Trinity uns nicht zuvorgekommen. Die Alte springt 1 Meter nur mit ihrem Arm, ist klar. Ja, kannst du das etwa nicht? Was ist los bei dir? Er war flüssig, aber... Der Sturm kommt näher. Wir haben höchstens ein paar Stunden. Das sollte uns reichen. Wir sind fast am Gipfel. Oh, ich muss hier durchwarten, wie geil. Das ist ja geil. Also ich kann nur durch meine Arme 9 Meter hochspringen. Jetzt übertreibst du aber. Was meinst du? Wir sind nah an etwas dran. Ich kann es fühlen. Noch das letzte Stück bis nach oben. Alles klar. Mal sehen, was da oben ist. Sie sieht aber sehr blass aus. Aber bleib nah an der Wand. Okay. Bin ich die Einzige? Von hier müssen wir klettern. Pass auf das Eis auf, das runterfällt. Okay, bereit? Legen wir los. Alter! Okay, er kommt gerade hinterher. Hier ist jede Menge lockeres Eis. Gehen wir es langsam und ruhig an. Bleib an mir dran. Achtung! Oh, Scheiße! Das war knapp! Alter! Also, ich werde mich zurückhalten. Nein, 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 Dagnesia, bitte. Wirklich. Ich habe kein Problem mit Spoilers, aber bei Tomb Raider wäre ich sauer. Oh, meine Webcam ruckelt gerade. Kann das sein? Es sah gerade so aus. Habe ich fast meinen Einsatz verpasst. Einfach tun, als wäre es das erste Mal. Richtig. Oh nein. Oh nein, nein. Jonah, festhalten. Oh oh. Ich bin dein Anker. Schaffst du es rüber? Ich schaffe das. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich so weit schaffe. Bleib da. Ich mach für dich ein Seil oben fest. Okay. Hey, bleib da hängen, ist doch okay. Geh mir schon, dann vergiss alles. Dann ist ja das erstmal bei Isa. Das ist richtig. Ich find's voll cool, dass Jonah wieder dabei ist. Oh oh. Alter, die muss aber echt kräftige Armmuskeln haben. Jo!
Oh oh. Oh, oh Scheiße! Hab dich! Ich hab dich! Lara! Kannst du mich hören? Ja. Ich zieh dich wieder rauf! Oh, fuck! Da! Da drüben! Schnell! Schwimm mich zur anderen Seite! Okay, los geht's! Verdammt! Ich kann mich nicht mehr halten! Oh, ich, ja, das wäre mein Einsatz gewesen. Es tut mir leid. Wir werden alle sterben. Ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Ah! Oh, Scheiße. Habe. Ich kann dich nicht halten! Das Seil rutscht! Ah, Kacke! Es... Oh, das fängt ja gut an! Es ist so schnell! Was ist zur Hölle? Zur anderen Seite! Okay, los geht's! Oh mein Gott, ich krieg's ja nicht fertig. Alter! Oh mein Gott. Okay, das macht sie selber. Okay, dann weiß ich auch bis wohin ungefähr. Ist halt nur die Frage, wie viel Zeit ich jetzt noch habe, aber wenn da ein Timecounter ist. Dein Timing, mein Timing ist beschissen. Kacke, aber ich erkenne es auch nicht. Dieses Spiel schnell, mich zur anderen Seite. Entwickelt sich zu schwer für mich. Los geht's. La la la. La la la. Ich kann dich nicht halten. Das Seil rutscht. Oh, verdammt, die Seil ist verkackt. Oh mein Gott. I did it. Ja, bitte, direkt slidern. Okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen einspielen wieder. Stell mich richtig gut gerade an. Oh.
Ich spiele es nicht, als wäre das ein Film. Zeig meine Emotions. Wie ich auch wie ein Film. Alter, das ist so krass, was da schon abgeht. 2 Wochen zuvor. London, England. Das perfekt abgedeckt ist von meiner Webcam. Sorry. Es ist die größte Grausamkeit des Lebens, dass wir alle ihm viel zu jäh entrissen werden. Wir altern, wir verfallen, wir sterben. Aber was lassen wir zurück? Knochen? Staub? Was ist mit der Seele? Überdauert sie unsere Existenz auf Erden? Ich glaube, sie tut es. Im Kern vieler Mythen und Geschichten steckt eine Wahrheit. Sie ist nicht wissenschaftlich, sondern etwas viel Tieferes. Der Schlüssel zum Erlangen des ewigen Lebens. Vielleicht habe ich das nächste Puzzleteil gefunden. Aber nicht nur ich allein bin auf der Suche. Sie verfolgen mich, beobachten jeden meiner Schritte. Ich kenne jetzt ihren Namen. Trinity. Eine uralte, grausame Sekte, die die Zukunft der Menschheit unbedingt kontrollieren will. Ich muss sehr vorsichtig sein und meine Familie schützen. Wenn Lara etwas zustoßen sollte oder Anna, dann könnte ich mir das nie verzeihen. Ha, witzig. Krass, die Grafik, ey. Boulevardpresse hatte ich mal wieder im Visier. Ich dachte, du brauchst Gesellschaft. Mehr Lügen. Ist dir jemand gefolgt? Verfolgt? Natürlich nicht. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe das Grab gefunden. Das kann nicht dein Ernst sein. Der Mythos um den Propheten ist wahr. Dad hatte recht. Lara, dein Vater war verwirrt. Nein. Er stand kurz vor einer großen Entdeckung. Handfeste Beweise für die unsterbliche Seele. Ich liebte Richard. Hätte er gefragt, hätte ich ihn geheiratet. Aber er war ein gebrochener Mann. Ich will nicht, dass du genauso endest wie er. Aber Anna, er hatte recht. Alle anderen haben sich geirrt. Das gab es in Syrien. Syrien? Oh Gott, Lara, nein! Das ist Irrsinn! Krieg dein Leben im Griff. Geh zurück nach Hause. Du weißt, dass ich nicht zurück kann. Diese Besessenheit ruinierte deinen Vater. Ich habe was gesehen. Etwas, das ich nicht erklären kann. Ich verstehe jetzt, wie Dad sich gefühlt hat. Das sind doch alles Märchen. Nonsens. Bitte, Lara, tu das nicht. Du weißt, wie das endet. Es ist das Einzige, das sich richtig anfühlt. Ich werde das Grab des Propheten finden, Anna. So, Anna ist nicht die Mutter und ja, Lord Croft, weil der Papa ist ein Lord gewesen. Sie heißt ja auch Lady Croft. Tatsächlich. Hey, wir kommen jetzt in ein Kriegsgebiet. Wollen Sie da wirklich hin? Wir sind fast da. In der Schlucht vor uns sollte eine Oase liegen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Hier draußen ist nichts. Fahren Sie einfach weiter, okay?
ist ihr Geld. Hier stimmt was nicht. Das ist nur die örtliche Miliz. Sie haben es jemandem erzählt, oder? Die haben besser bezahlt. Sie, was? Oh, großer Gott! Scheiße, die sollten doch nicht auf uns schießen! Bringen Sie uns hier raus! Shit! Oh nein! Ja, was spannend stimmt, weil wenn Lara unter den ist wirklich und dass die Haare durch Butter gezogen sind, aussehen, dass das du wohl recht. Oh, muss ich mal was machen? Nein. Blöd gelaufen. Aber war doch klar, dass sowas passiert. Au. Oh, wie schön. Nordwestgrenze Syriens. Kein Zurück mehr. Es muss hier sein. Gut. Wir haben nicht mal zum Rucksack. Aber laufen können wir. Wow. Voll. Und immer ist sie direkt verwundet. Aber wirklich, das letzte Tomb Raider ging genauso los, dass sie erstmal so rumstolpern musste. Wird gelaufen. Sie müsste eigentlich. Sie hat im Gesicht eine Narbe, ist mir mal gerade aufgefallen. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Eine Oase suchen wir also. Binda, hallo Veto. Schön, dass du wieder da bist. Die Frage ist, wohin muss ich gerade? Ah, okay, ich glaube, ich hab's. Ja. Das ist ein bisschen Tränen. Sie ist Assassine, ja. Sie ist Assassine. Irgendwas ist hier. Sie ist bestimmt die Schwester von Wolverine. Ach, Steuerung gehen. Warum soll ich denn? Okay. Könnte es das wirklich sein? Und immer diese Kameraposition. Hallo, Neblu. Ach, schön, dass du wieder da bist. Und immer fällt sie irgendwo runter. Das ist wirklich, es passiert alles gleich momentan. Aber sie hat ja immer nicht mehr so viel Brust und dergleichen. Gehen für den Stil. Okay. Aber sie geht ja jetzt schon von sich selbst. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Hier ist es. Dad hatte recht. Richtig. Nächster Stream wird wahrscheinlich morgen Abend sein. Und immer muss sie durch Ekelmatschwasser. Aber ich finde es auch geil, sie fällt irgendwo runter und findet genau sofort die Stelle, wo sie hin muss. Ja. Okay, erkunden Sie die Wandgemälde. Drücken Sie Q. Ah ja, stimmt. Es gab ja so Überlebensinstinkt. Ich erinnere mich. Okay, hier ist er. Bei sowas wie Wunderheilung. Hallo, Olli. Sie erwähnen das auch. Wandgemälde. Lesen Sie Wandinschriften, um Ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern. Wo komme ich da hin? Keine Relikte gefunden. Kein Stoff gefunden. Dokumente. Eine große Plage kam über das Volk, raffte Junge und Alte dahin. Der Prophet begab sich unter die Kranken, legte ihnen die Hände auf und gab ihnen ihre Lebenskraft zurück. Okay! Ich glaube, ich muss nicht sehr viel reden heute, weil sie labert ja die ganze Zeit nur. Was kommt morgen? Hoffentlich meine Idee. Daran habe ich auch gedacht. Morgen wahrscheinlich Black Desert oder LOL oder Tomb Raider. Ich muss einmal mein Mikrofon einstecken.
Ali, wie geht's dir soweit? Ups. Dieser Hall war echt ein bisschen extrem gerade. Das nennt man Skill. Sie hat Dora the Explorer. Was haben wir hier? Dies sind die Wunder des Propheten von Konstantinopel. Zu Unrecht ermordet durch den Orden von Trinity. Trinity? Griechisch lernen wir gerade, okay. Q war das, ne? Ach so, ja, die Stele sollten wir vielleicht auch mal. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift, aber ich kann es nicht genau erkennen. Wir müssen ihr jetzt Sprachen beibringen, damit sie lernen kann? Krass. Damit sie das entziffern. Das ist ja vollkommen. Dann kommt der nächste Mastream. Das weiß ich leider noch nicht, Vito. Der Prophet spricht mit einer fremden Armee. Vermutlich die Russ. Er überzeugt sie, die Waffen niederzulegen. Er ging unbewaffnet zu ihnen. Oh, jetzt kann ich den Monolithen übersetzen. Mein Griechisch ist eingerostet, aber das ist ein Hinweis auf etwas Verstecktes in der Nähe. Ich markiere mir die Orte. Spielerwegweiser. Markieren Sie ein beliebiges Kartenobjekt mit einem Spielerwegweiser. Bei Verwendung von Überlebensinstinkten in der Welt werden Spielerwegweiser als blaue Lichtkegel angezeigt. Also müssen wir jetzt dorthin. Was ist das da? Münzenversteck. Und das waren jetzt die Sachen, die wir... Wann gemeldet? Hier ist ein Münzenversteck. Oh. Hier ist ein Münzenversteck. Die lernt aber schnell. Ja. Ich wünschte auch. Früher als Kind wollte ich immer so schnell lernen können wie sie. Am besten bei Twitter oder Instagram checken. Das ist richtig. Deswegen. Aber so viele Malstreams mache ich tatsächlich nicht. Und ich habe auch momentan nicht mehr das Material da. Ach, da waren wir hin. Okay. Dann gucken wir uns auch das noch an. Er führte seine Anhänger durch die Wüste. Oder Discord. Zur Oase. Muss ich mir eigentlich jetzt jedes Mal hier die Sachen... Als die großen Armeen des Nordens einfielen, erhob sich das Volk, um gegen sie zu kämpfen. Doch der Prophet bat sie, die Waffen niederzulegen. Er sprach zum Feind mit dessen Zunge und dieser zog in Frieden ab. Eben, ist noch die junge Kraft, die muss noch die Sprache lernen. Wir zelebrieren die Wunder des Propheten von Konstantinopel, welcher uns zu Unrecht entrissen wurde durch die Hand des Trinity-Ordens. Diese Wahrheit bleibt nie verborgen. Du hast so viele Fische gefangen, das ist voll geil. So, aber wir haben jetzt hier auch alles, ja? Ich will jetzt hier nichts Unnützes verpassen. Noch keine Spur. Ist bestimmt bei dem Unfall draufgegangen. Okay, dann los. Konstantinopel vor Sonnenuntergang das Grab nach. Die suchen das Grab. Ich muss es vor ihnen finden. Dann wollen wir doch lieber ganz schnell rausgehen. Ein geheimer Eingang. Boah, das war ganz schön laut jetzt aber von ihr. Okay, ich verstehe schon, worauf es... Das ist jetzt nicht ein Kommand, der jetzt... Dein Kommand. Richtig, boah. Ich finde diese Lichteffekte richtig krass immer. Unglaublich. Wenn Dad das nur hätte sehen können. Na, so schwer war das nicht. Er musste ja nur irgendwo runterfallen. Ach Gott, ja. Ich erinnere mich. Muss ich das nicht mehr schreiben? Ja, das stimmt. Das macht ab jetzt Agnesia einfach. Ah. Das klassische Tomb Raider. Oh nein. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Haben wir eigentlich irgendeine Waffe? Nö, ne? Wozu auch? Lauf einfach. Okay, spring einfach. Komm, jetzt gib das um. Jetzt springen wir nochmal. Perfekt. Die Effekte sind mega geil. Ich mag die Stimmung von dem Spiel auch mega gerade. Ich glaube, es ist eh nicht, dass es meistens so schnell. Das stimmt allerdings. Aber Dagnesia, dann überlassen wir dir das jetzt. Ja. Oh! Ich bin zu früh abgesprungen. Okay.
Okay, probieren wir das Ganze nochmal. Oh mein Gott. Richtig gut, dass wir... Seid ihr euch sicher? Absolut, Dagnese, absolut. Der Trinity-Orden verfolgte den Propheten und sein Volk erbarmungslos, bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nur nichts, irgendwas Verstecktes verpasst oder so. Sie spielt 20 Minuten. Ida war ein Skorpion. Ein Durchgang. Wie lange hält dieses Knicklicht eigentlich? Wow. Ich habe mich vor dem Helm gerade erschrocken. Alles gut, alles gut.